Servus YouTube und herzlich willkommen zurück auf der Bielefeld. Heute habe ich mir einen alten Kollegen mitgeholt und zwar den Felix. Moin. Ja, in dieser Folge müssen sich leider zwei altbewährte Traktoren verabschieden. Wir beide freuen uns und Felix, du fährst schon mal falsch. Echt? Ja, geht links lang, aber du kannst auch umdrehen, ist mir egal. Ja, wir müssen uns entscheiden. Ich hatte jetzt mal gezählt, ich hatte 7 Traktoren gekauft für den Start. Dass das zu viel ist, weißt auch du. Und jetzt müssen wir uns von 2 trennen. Ich habe gesagt, der Fantex 11 auf jeden Fall und der Turbomatic deshalb, weil er zu klein ist. Weil er so riesig klein ist, obwohl er eigentlich in echt viel größer ist. Das Ding. Weil wir haben ja einen Spezialisten, den Jost, der kennt sich ja super aus. Und hat uns das bestätigt. Und wie gesagt, die müssen jetzt beide leider gehen. Ich weiß, für alle Fans ist das sehr traurig. Wir bemühen uns aber, dass wir einen neuen Fan finden. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir sogar schon einen in Aussicht, der dann wahrscheinlich in der nächsten Folge oder übernächsten Folge mit im Einsatz da sein wird, falls wir auch das Geld zusammenbekommen. Ich glaube, er kostet 200.000. Wie bitte? Der Fan kostet 200.000, wenn du... 200.000, ja, okay, das ist ein bisschen viel, aber am wichtigsten wäre eigentlich der Drescher, weil ich habe keinen Drescher, ne? Nicht mehr? Nein, ich hatte den Lexon 600. Und dann habe ich mir den 57 vom SIT gedownloadet und der kostet aber 360.000, obwohl es nur ein 57 TT ist. Und der 600 kostet 60, also wenn ich den verkaufe, mache ich 30.000 plus und ja, das ja 2.000 plus, ne? Ja. So kommt das zustande. Verkaufen wir mal. Tschüss T15. Ja, verkaufen wir mal, ne? Tschüss Fendt und tschüss, oha. Lol, das Gewicht. Kannst du mal das Gewicht kurz... Ah, egal. Das hätte ich wahrscheinlich nicht verkaufen können, oder? Dann... Was kann ich probieren? Bin ich blöd? Nein, der Fan ist... Hä? Probier's mal. Mir geht's aber auch nicht. Gell? Geht nicht, oder? Ich fahr weiter zurück mit dem Fan, einmal. Jetzt? Nö, geht noch. Jetzt? Nö. Nö. Oh, ist der jetzt ernsthaft verbuggt? Mann! Probier nochmal so verkaufen. Ja, das geht bestimmt, aber... Also wenn das jetzt nicht geht, dann werden wir immer an den Fendt gebunden. Ne, das geht schon. Jawohl, das geht. Ja, jetzt haben wir 102.000, gleich mal speichern. Das Gewicht kann man es aber auch nicht verkaufen, ne. Ja, leider geht das. Ach so, ja, bevor wir das verkaufen, überlege ich mir noch, wenn wir vielleicht einen anderen Fendt haben, wäre das ganz gut. Wird ganz gut passen. Ist ja ein Fendt-Gewicht. So, ja, jetzt... Sein, ganz nah aufgenommen. Wie bitte? Die das auch schon ganz aufgenommen. Ja, geht. Ich würde jetzt noch ein Mähwerk kaufen. Butterfly ist zu groß, oder? Wir waren aber so Traktoren. Ja, aber wir haben ja nichts anderes. Wir haben ja nur ein einzelnes Butterfly und das einzelne ist wirklich zu klein. Also müssen wir tiefer in die Tasche greifen und wir holen uns. Ja, das Disco wäre echt zu viel, obwohl es braucht gerade mal 100 PS, ne, und kostet uns nicht mehr als die beiden anderen Mähwerke zusammen. Na, holen wir uns das Disco, übertreiben wir mal wieder, aber ihr kennt mich ja. Typisch. Dann müssen wir es eben mit dem Arion 650 machen. Das passt natürlich wieder wie die Faust aufs Auge. Ja. Wenn du magst, kannst du den T6, der irgendwo beim Getreide Werner rumsteht, zum Hof 1 zurückfahren. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir zu zweit dann irgendwo im Grünlandbereich loslegen. Jupp. Und da was verdienen. Kühe haben wir aktuell wenig. Ich kaufe jetzt nochmal. Ja, dann haben wir, dass wir 20 haben. Und 30.000 Euro. Das ist noch halbwegs viel. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das so hinkriegen, dass wir dann wieder ein bisschen vermögender werden. Wenn nicht, wäre es scheiße. Ich habe mir vorhin eh schon ausgemalt, eigentlich ohne Cheat wäre ich am Ende. Gut, wir haben jetzt was verkauft, jetzt können wir immerhin mähen und die Tiere versorgen. Oh, wer schubst mir jetzt auch? Immer die netten Kollegen im Teamspeak. Oh, die guck schon aber. Brutal. So, ja. Der Herr Christoph, kann er mitmachen, wenn er. Jetzt nicht mehr. ich hätte mal, wo haben wir denn ein paar Wiesen, die größer sind? Ich hab mir mal gezockt, nur große Wiesen.
Also ich weiß eine größere Wiese und zwar ist die Überfeld, ist das ein 8er oder ein 6er? Ein 6er, Überfeld 65. Gott sei Dank habe ich ja den PDA geändert, dass man jetzt die Felderzahlen hat. Das war wirklich nervig. Das sah halt nicht so toll aus. Ich finde, der sieht so schon viel geiler aus. Ja. Feld 65, wie gesagt, drüber ist eine große Fläche. Dann geht es zwischen Feld 61 und 62 noch was. Ist das bei dir... Ach nee, das ist ein Feld. Ansonsten gäbe es nur Weidewiesen. Wir haben es gibt viele Wiesen, aber sind alle klein. Ja. Außer die Map-Begrenzung und da will ich nicht unbedingt... Nee, das hat nicht schön aus. Das muss nicht sein, okay. Na, dann fahre ich rechts weiter und fahre zum Feld 65 und fangen wir an zu mähen, während wir den schönen Sonnenuntergang begutachten. Oh, schaut das geil aus. Jo. Das ist Standard C6, nee, oder? Wie bitte? Standard C6 ist das nicht, gell? Mhm. Passt, ein kleiner Glück. Ah, ich würde mir echt wünschen, dass der Himmel hochauflösender wäre, dann wäre das so geil. Bei Wii Night, muss ich sagen, ist der Himmel extrem schön. Ja, aber von der Auflösung her, an manchen Stellen ist der wirklich nicht so toll. Ja. Aber generell das Abendrot sieht so geil aus. So, ich bin jetzt schon auf dem Weg, bin fast da. Ja, und ich bin gleich am Hof. Du kannst dir mal schauen, was bei uns im Hof so rumliegt. Es ist, glaube ich, ein Zetter vorhanden. Mit dem können wir zumindest schon mal was machen. Beim Schwader bin ich mir nicht sicher. Notfalls kaufen wir uns einen. Die Frage ist, ob wir uns nicht gleich den 6 Meter kaufen, den ich vorgestellt habe. Weil das wäre ein richtig geiles Teil. Wie heißt denn der noch schnell da? Okpo, irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. Oxpo. Ja, ich weiß nicht, der Name. 334 Merger oder so. Lustiger Name. Mal bin ich jetzt zu weit gefahren? Ich bin zu weit gefahren, oder? Oh, Mann! Also willst du der Wiese Z Nagel, oder? Ja, also ich denke mal, dass das am sinnvollsten ist, wenn wir gleich Heu draus machen. Eine Ballenpresse haben wir nicht, muss auch nicht sein. Wir haben ja auch platzierbare Haufen, dann können wir das mal am Boden zwischenlagern. Was für ein Set? Ah, was für ein Traktor? Nehmen wir das ist der Krone. Du kannst ja den John Deere nehmen oder du nimmst den MB-Truck, was du willst. Ah, nehme ich John Deere. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Felix, ich bin im Kreis gefahren. Ich bin jetzt wieder da, wo der Hof ist. Hä? Echt? Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Das haben wir schon, das habe ich nicht immer noch geschafft. Ja, die Map ist irgendwie verwirrend. Also die Wege sind nicht immer die sinnvollsten, nee, wie sie gebaut sind. Oh, und ich bin kurz davor, dass ich irgendwo abkacke. Ich würde ja wieder mit Lenkrad spielen, nur es funktioniert nicht. Ich musste ja die Software neu installieren, weil ich ja meinen PC vor ein paar Wochen, 2 Wochen oder so neu aufgesetzt habe. Ich habe mir ein neues Lenkrad auch bestellt, das mit meinem PC dazu. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ob das, woran das liegt. Die Software funktioniert einwandfrei. Nur im LS, egal welchen Modi ich drin habe, von Pedalachse kombiniert oder separat, entweder, also im Spiel, egal in welchen Modi, geht die Maus nach Spiel oder geht. Geht's in irgendeinem anderen Spiel mal? Wie bitte? Ob in einem anderen Spiel geht das Lenkrad? Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ja, in einem anderen Spiel ging es immer einwandfrei, egal was ich gemacht habe, nur im LS. Da muss ich schauen, was sonst. Wie gesagt, irgendwann G27, aber ich bin absolut zurzeit absolut pleite und werde mir dafür auch keins holen. Wenn es gegangen wäre, hätte ich gesagt, es wäre cool, aber da es nicht funktioniert, die muss ich mal drauf verzichten. Die Haie habe ich auch geholfen. Nee. Was geht? Ja, das glaube ich auch. Vorher schaut es nicht mehr rosig aus. Irgendwann wollte ich mir noch vielleicht zu Weihnachten das rote Procaster holen. Weil das wirklich viel besser sein soll in der Aufnahmequalität. Ja, ich brauche Nummer 1, ich muss mir noch eine gescheite Kamera so zulegen. Mhm. Was da so? Also Digitalkamera oder sowas? Oder? Ja, mehr so viel Dings, weil wir gehen jetzt, ich glaube in 2 Wochen wird das sein, da gehen wir in unseren Schlamm fliegen, das wir vielleicht unbedingt aufnehmen. Okay. Weil wir haben gerade Überschwemmung bei uns. Also, nein, da warst du noch nicht da, bei uns hat es jetzt die ganze Woche nur geregnet. Okay. Und deshalb haben wir gedacht, wir müssen aber unser Mai steht ja noch.
Jetzt haben wir gedacht, bei Flügen müssen wir nächste Woche gerne, egal wie schlammig es ist. Und ich gedacht, vielleicht nehme ich es auf. Und ich muss schauen, dass ich eine gescheite Kamera kriege. Ja. Weil jetzige ist nämlich hingegangen. So, was ich jetzt mache, ist Gift für jeden Zocker mit einem mit einem schwachen PC. Und zwar, ich habe alle Arbeitsscheinwerfer des Traktors an. Oh. Und zwar wirklich alle, und ich spiele mit 33 FPS. Das ist mehr als teilweise normal. Es ist echt gut. Du glaubst mit 60. Ja, aber wie gesagt, auch nur schluckt einfach so viel, das ist krank. Ja. Ich habe gestern mit 22, mal kurzzeitig mit 30, 25 FPS aufgenommen. Oh, Armer hat Armer, funktioniert bei mir nicht mehr. Scheiße. Was Armer? Armer kackt die ganze Zeit bei mir ab, Armer 3. Ja, aber bei mir war es ja bei den Aufnahmen mit K und das ist auch mal abgeschmiert. Da war ich mir. Nee, bei mir, ich gehe vielleicht, ich kann 5 Minuten spielen und dann ist aus. Einfach so oder? Es ist sogar einfach ist wieder. Aufgehangen funktioniert nicht mehr, oder? Ja. Ja, das ist scheiße, bei mir war es auch so. Aber bei mir lag es irgendwie in der Kombination mit der Aufnahme daran. Ja, bei mir kann es sein, dass an meinen jetzigen PC liegt. Ich probiere noch mit dem neuen, ob es gut geht. Das ist irgendwie echt komisch. Selbst mit einem neuen Rechner nach dem Aufsetzen ist bisher Far Cry 4 zweimal abgestürzt. Auch ja, bei den Aufnahmen, aber das ist Gott sei Dank nicht so schlimm gewesen, weil ich die Aufnahmen hatte, die funktionieren einwandfrei. Man sieht halt die letzten paar Sekunden nicht, aber es nervt halt trotzdem. Ja, ich hab schon ein Beispiel, bei GTA bin ich draufgekommen. Wo bist du draufgekommen? Bei GTA? Bei GTA, ja. Ich hab einfach. Ah, bei GTA ging's bei mir auch, also ich hab das Spiel aufgegeben. Bei GTA, ich hab's jetzt nochmal runtergelöscht, dann hab ich mir neu runtergeladen. Dann hab ich mir das neue Update. Ja. Was es da gegeben hat, das hab ich mir noch nicht runtergeladen zuerst. Das hab ich mir erst später runtergeladen, dann ist es gegangen. Also, ich bin mir derzeit zu faul, dass ich das Spiel nochmal neu installiere, weil die letzten paar Missionen, auf die scheiße ich jetzt aktuell wirklich. Es ist anscheinend nicht möglich, das Spiel anständig durchzuspielen, selbst wenn man es will und versucht ohne Ende, und da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Also, ich habe jetzt das Projekt Far Cry mal jetzt eigentlich fertig gemacht. Jetzt kommt noch, wie gesagt, ob es mit Arma weitergeht, weiß ich noch nicht. Anscheinend wollen wir da schon weitermachen. Und halt noch ein anderes Spiel, was noch die nächsten Tage in dieser Woche angezockt wird. Pferde, ne? Was ich. Da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Was ich erstmal alleine zocken werde, Carbon genauso. Und danach werden wir dann zusammen wieder im Koop hier loslegen. Die Frage ist halt, was ist das Spiel für eins? Ich kann euch sagen, es ist ein Third-Person-Shooter. Also. Weder Rollenspiel noch Ego-Shooter, es ist wirklich was, wo man auch schleichen kann. Noch so ein Third-Person-Shooter, ja. Sehr bekannt. Davon der neueste Teil, also. Gab es bei 5 Euro für Steam und. Jetzt nicht, was meinst du jetzt? Ja, ist umso besser. Ist die Überraschung umso größer. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt mal fast bei den 15 Minuten. Na, ja, nicht ganz. Und es wird wenigstens schön finster, weil ich will echt, glaube ich, auch im Dunkeln hier ein bisschen aufnehmen, weil das ist eigentlich selten so und vor allem, ich habe gerade mehr FPS, als ich teilweise am Tag habe, mit voller Beleuchtung und es bockt gerade richtig, dass es so flüssig läuft. Von dem her habe ich nichts dagegen, wenn wir mal in die Nacht hineinarbeiten. Ich würde mir fast wünschen, ich hätte noch ein zweites Mehrwerk gekauft, ich könnte dich echt brauchen. Ich bin so ein Depp. Weißt du warum? Dann. Ich mähe mit 13 km/h. Ja? Ja, jetzt mähe ich mit 20. Verstehst du, ich habe einfach vergessen, den Tempomat wieder hochzusetzen. So, Freunde, dank eines tollen Mega-Lags sind wir jetzt mal kurz disconnected geworden vom Teamspeak. Aber es geht nochmal kurz weiter. Hier mit der Folge beim Grasmähen. Wo waren wir denn irgendwie stehen geblieben? Wegen dem Spiel oder so, ne? Über dein Spiel, über das Gerät, was du es nicht aufmachen willst, so viel erzählt. Genau, und danach habe ich, glaube ich, noch irgendwas gesagt. Ja, wie gesagt, mit Projekten wird es derzeit wieder viel mehr geben als früher. Wenn ich jetzt mal hochzähle, sind das 3 Projekte, ein LS-Projekt, Mod-Vorstellungen, sind wir dann bei 5 Projekten. Ah, du bist da schon durchgefahren? Ja, ganz okay. Böse, wohl. Gut, dass ich das auch... Du müsstest mir fast eine Bahn Vorsprung lassen, beziehungsweise wir machen es einfach so, dass ich vielleicht auf einer Bahn fahre und du
Auf dieser Bahn mir hinterher. ZS. Ja, dann bleib ich ständig genau. Oder mal. Das werden wir aber in der nächsten Folge weitermachen. Ich sage danke, Felix, fürs Mitspielen. Ja, bitte. Macht uns weiter mal mehr Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge beim Grasmähen mit dem Class Disco 9300. Und der Felix ist, glaube ich, hier irgendwo am Zetten. Macht's gut, ja, bis dann. Ja, ciao. Tschüss.